Im heutigen Video drehen wir das komplett neue hässliche Zeichnungsrad mit diesem Skin hier, Special übrigens, und holen uns alle anderen Skins aus dem Itemshop. Bleib bis zum Ende dran, um zu erfahren, wer von diesen Skins der beste heute war. Da sind wir auch wieder in Stumblegeist drinne, Freunde. Was haben wir heute Neues? Wir haben einmal Turbo-Turniere. Wir haben einmal hier das da, ganz normales Blockdash. Dann haben wir hier natürlich Botbash mit der einzigen Runde, was ziemlich nice ist. Und was Neues ist das Clash-Turnier. Hier haben wir diese drei Maps vorhanden. Ich muss sagen, alle drei sind relativ cool. Bei den klassischen Turnieren ist immer das Gleiche. Oh, hier haben wir was Neues. Stumble-Space. Was können wir hier freischalten? Wir gucken mal. Einen Skin können wir hier freischalten tatsächlich, diesen Sonnenblumen-Skin. Hier spielt man nur eine einzige Runde, was ziemlich cool ist, werden wir mal probieren. Dann Fallen und Tricks sind die zwei neuen Maps und ja, endloses Blockdash ist ja auch immer am Start hier. Dann drehen wir erstmal das super Glücksrad, Freunde. Ganz, ganz wichtig, das super Glücksrad. Gönn uns doch mal einen Special-Skin. Oh, das sieht gut aus. Digga. Ey, ich wollte schon sagen, als ob die uns jetzt einen Special Emote geben. Ey, wird zurückgesetzt in 49 Minuten. Dann können wir das Ganze nochmal drehen. Wir haben ja noch hier den Bananentag Glücksrad. Aber heute geht es um das hier, Leute. Ich will unbedingt diesen Ugly Drawing Stumblegeist Skin. Der ist ja mal zu krass. Der ist zu krass. Was haben wir sonst noch im Shop, Freunde? Wir haben hier noch so ein Angebot für 15 Euro. Dann haben wir hier noch Stumble-Bündel. Gut, die Zombie-Banane haben wir, glaube ich. Wir gucken mal kurz, ob wir die Zombie-Banane haben. Ich meine, die haben wir, oder? Ah ja, hier ist sie, Freunde. Deswegen brauchen wir gar nicht kaufen. Mythischer Skin. Dann haben wir noch einen Symbol Monkey und einen Metal Viking. Also ich glaube, Inflatable Joe haben wir nicht. Den werden wir uns heute auch auf jeden Fall holen, Leute. Heute gibt es richtig viele neue Skins. Und ich würde sagen, wir fangen zuerst mal an mit einem von diesen zwei Skins. Und dann drehen wir auf jeden Fall das Glücksrad. Oh, ich habe den Metal Wikinger gar nicht. Ja, den muss ich mir holen. Den muss ich mir holen, Leute. Let's go. Zack. Und wir gehen auch in eine Runde rein. Wir fangen einmal an mit Showdown-Turnier Botbash. Oder nee, warte mal. Wir machen zuerst Stumble-Späße. Komm, wir spielen zuerst Stumble-Späße und dann testen wir die anderen Skins. Und ich habe richtig Bock, diesen Ugly Drawing-Skin, also diesen gezeichneten Stumble-Guy, direkt zu bekommen. Vielleicht haben wir heute richtig Glück. Und wir kriegen hier teilvoll. Okay. Nur eine Runde teilvoll. Hm. Hier haben wir auch den silbernen Wikinger. Neuer Skin in unserer Sammlung hier. Wir müssen auch ein bisschen schlau spielen jetzt, okay? Lass uns mal ein bisschen... Oh, ich wollte gerade sagen, als ob der Hack hat. Oh mein Gott. Warte. Okay, jetzt. Wir können rüber. Wir haben gewonnen! Let's go! Jawohl! Mit dem Wikinger. Instant die erste Runde gewonnen. Ich finde auch den Skin eigentlich ganz cool, Freunde. Ist halt so ein komplett silberner Skin. Ist okay. Nichts Besonderes, aber erinnert mich auch so ein bisschen an Monopoly. Erste Runde ganz entspannt gewonnen, Freunde. So sieht's nämlich aus. Hol dir deine Belohnung ab. 150 Sterne. Ja, wir haben ja genug Sterne eigentlich schon. Und dann würde ich jetzt mal sagen, spielen wir hier das neue, hier das Showdown-Turnier einmal mit Botbash. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal spielen jetzt. Und das sind wir auch schon. Also wir haben jetzt gerade eine Runde gewonnen. Jetzt müssen wir wieder gewinnen, Leute. Danach wechseln wir den Skin. Ja, der ist schon ganz cool. Also wenn der Wikinger feiert und so, ist der Skin schon was Feines. So, jetzt komm mal her. Komm mal her, Yugi. Oh, ich habe den nicht geholt. Ich habe den komplett daneben gehauen. Ich sag euch echt, das Box-Emote hat mir nie gelegen. Oh, Junge, wieder daneben gehauen. Stark. Richtig strong. Eigentlich hätte ich auch das Schild-Emote mitnehmen sollen, ne? Weg mit dir. So, jetzt habe ich einen getroffen. Oh, das sind gute Spieler. Das sind richtig gute Spieler. Freunde. Oh! Junge, hau mal ab. Der rote Roboter war die ganze Zeit nur bei mir. Hau ab jetzt. So, zack. Oh! Oh mein Gott. So, jetzt sind drei rausgeflogen. Vier sind rausgeflogen. Wir gehen da, wo nichts los ist. Oh mein Gott. Komm. Nur noch einer. Der letzte. Okay, wir warten mal ganz kurz. Oh! Komm, flieg raus. Flieg raus. Flieg raus. Bitte, Banane. Nein. Nein. Zwei Runden hintereinander gewonnen. Das ist unser Wikinger. Kuss auf deinen Wikinger-Helm, Bro. Du hast es einfach geschafft, Leute. Ganz entspannt zu Reno. So sieht's aus. So, jetzt testen wir mal die anderen Skins und gucken die uns mal an, wie die so drauf sind.
So, wir machen auch viele Aufträge hier, ne? Plus 100, geht fit. 25 Juwelen haben wir bekommen, oder? Ah, ne. Oh, lol, wir sind noch immer hier. Oh mein Gott, Digga. Man muss da echt viel spielen. So, jetzt gehen wir aber zum nächsten Skin über. Und zwar zum Cyber Monkey. Bei dem müssen wir auch mal... Ah, ne, den haben wir... Oh, der ist cool. Der sieht richtig nice aus. Hier, zack. Cyber Monkey. Ich nehme nochmal ganz kurz ein anderes Emote mit. Und zwar will ich nämlich das hier mitnehmen. So, zack. Freunde, ganz wichtiges Ding. Jetzt würde ich sagen, spielen wir dieses Turbo-Turnier hier. Wir können für 10 Juwelen einfach dran teilnehmen. Der neue Monkey. Ach, das sind diese Monkeys, wo diese, ach, das ist nur eine Runde. Auch nur eine Map, oder was? Und zufällige Map. Oder, nee, es fliegt nur einer raus und es spielen nur 4 Leute? Hä? Okay, das ist neu. Das hatten wir so auch noch nicht tatsächlich. Das sind halt echt nur 4 Spieler, Bro, ne? Was? Ist auch was Besonderes, ne? Wann hatten wir das denn? Ich glaube, so ein Turnier hatten wir noch nie. Mit so wenigen Spielern. Aber mal gucken. Nächste Map, Tetris Tumble. Digga, das habe ich ja gar nicht gecheckt. Oh, der Skin sieht nice aus. Richtig cool. Oh, aufpassen. Nicht rausfliegen. Hä? Was war das für ein Bug? Bro, was war das für ein Bug? Ich wurde komplett aus Tetris rausgehauen, Junge. Was war das denn? Ey, der Nils war ja die größte Verarsche gerade. Was war das denn jetzt? Ey, nee, das müssen wir nochmal machen. Schlag schnell zu, um diesen Vorrat zu gewinnen. 4 Spieler treten in 3 Runden gegeneinander an. Nee, Alter, das war die größte Verarsche gerade. Wir müssen nochmal neu machen. Das zählt nicht, Freunde. Das zählt nicht hier. Let's go, eine neue Runde rein. Rush Hour. Wieder rein jetzt, hä? Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, dass wir den Bug jetzt nicht wiederbekommen bei Tetris Tumble. Das wäre ziemlich, ziemlich gemein, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt geht's aber los hier. Also, der Skin ist mega cool. Gefällt mir. Passt auch zu episch. Der könnte auch legendär sein, finde ich. Aber episch passt eigentlich ganz gut. Oh, wo ist denn die Taste hier mit dem Schild, Alter? Da ist er. Sonst finde ich die Taste wieder nicht. Okay, das sind wahrscheinlich bessere Spieler. Was hast denn du die Banane hingeschmissen? Bruder, komm mal rüber. Anstatt da hinten rumzugammeln. Er chillt einfach da hinten mit seiner Banane. Ich bin ein Affe. Eigentlich mag ich ja die Bananen. Ey, der ist doch vielleicht... Ey, Digga, der Typ ist doch gleich draußen. Nee, doch nicht. Mal gucken, was der macht. Er wartet einfach nur da. Okay. Er kann also doch spielen. Oh, das sind... Und er ist draußen! So. Kurz ruhig. Mal gucken, ob wir jetzt wieder den gleichen Bug haben. Ich hoffe nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, mal gucken. Jetzt kommt's drauf an. Komm schon, Bro. Bitte kein Bug. Wenn wir jetzt wieder den Bug kriegen, raste ich aus. Okay, sieht bis jetzt ganz gut aus. Eigentlich. Junge, Alter. Das ist irgendwie... Hä? Bro! Was ist Tetris Tumble für eine Map? Die spiele ich nie wieder. Nee, nee. Digga, wir sind gerade zweimal einfach wie ein Lelek hier rausgeflogen. Direkt raus hier. Okay, Leute, das war der Affenskin. Sorry, tut mir leid, aber irgendwie haben wir richtig reingechoked gerade. Was war denn mit Tetris Tumble los? So, und jetzt kommt der mythische Skin. Inflatable Joe. Oh! Okay. Der sieht schon mal echt nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt ausrüsten. Und wir gehen jetzt in eine Runde rein. Natürlich spielen wir hier diesmal ein neues Event. Fallen und Tricks oder Endless Block Dash. Komm, wir spielen Fallen und Tricks. So ein Ding wird das hier, Leute. Let's go. So, let's go, Leute. Mit diesem Inflatable Joe. Das sind doch diese Teile, die auch immer bei irgendwelchen Festen oder so zu sehen sind. Wisst ihr, was ich meine? Das sind doch immer so diese Leute da, diese aufblasbaren Teile. Der Effekt ist auch gut gelungen. Muss ich sagen. Also, da hat Stumblegeist sich wieder Mühe gegeben. Warte mal, wir können uns eigentlich hier rüber teleportieren. Wow, so ein Ding ist das. Komm, wir gehen mal hier lang. Hier lang bin ich noch nie gegangen. Ey, Junge, was ist mit dem denn los? Das war gerade iCrimex, Junge. Max hat uns gerade einfach komplett umgehauen. Alter Schwede, okay. So, let's go. Rüber.
Nein! Oh, oh, hier war ich echt noch nie. Aber ist das eine Abkürzung? Ich glaube, das ist vielleicht eine Abkürzung. Aber wo geht's hier jetzt lang? Ich gehe mal hier lang. Also den Weg bin ich noch nie gegangen. Erste Mal jetzt. Ey, geh weg. Danke. Weg. Danke. Weg, weg. Ich weiß nicht, ob der Weg schneller ist als sonst. Glaubt ihr? Der Weg ist schneller? Ich habe das Gefühl, der Weg ist langsamer. Warte mal. Nein, warte mal. Ich will mal was testen, wenn einer drauf geht. Boah, wir sind durch. Komm. Ey, Junge, die sind doch so Assis. Junge, lass mich durch. Jetzt sind wir durch. Okay, perfekt. Mach mal die Tür auf, dort oben bitte. Ich muss einmal durch die Tür durch. Nein, nein. Boah, fast rausgeflogen. Hey, mach doch die Tür auf. Okay, wir haben's. Was sagt ihr zu dem Inflatable Joe? Sieht nice aus, oder? Inflatable Joe. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir müssen ins Ziel. 6 Leute, 8 Leute durch. Puh, das war knapp. Nächste Map mit dem Skin hier. Weg mit euch, Junge. Oh, er hat den Special Skin gezogen. Er hat den Special Skin gezogen, Alter. Okay, krasser Boy. Er hat halt Real Talk den Special Skin, ne? So, zack, alle eingeholt. Alle eingeholt. Let's go. Komm, 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 komm. Ich muss den Gummibärentypen da wegholen. Ich glaube, der ist ein bisschen komplett verrückt. Der ist verrückt, weil der hatte... Nein! Boah, der hat diesen Chamäleon-Skin gezogen. Richtig wild. So, weg mit dir. Wer mich umhaut, wird zurückgehauen. Ey, Junge! So, komm her jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt ist Ende Gelände mit dir. Ich werde ihn jetzt so dran nehmen. Come on, Bro. Hey, der geht da lang. Komm, 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 komm. Komm, geh hoch. Ich finde den Skin richtig lustig. Der macht immer so. Okay, ich glaube, das ist echt dumm, dass wir hier lang gegangen sind. Einer ist schon mal draußen. Die anderen müssen jetzt auch noch rausfliegen. Zack, zack. Guck, das ist viel langsamer, was der macht. Wir gehen lieber hier lang. Wir sind viel schneller. Und eingeholt. Digga, wo ist der Erste? Haben wir nicht noch einen vor uns? Wo ist der denn hin? Boah, wie lustig der Skin aussieht. Der macht einfach so. Oh, da oben ist er. Oh, der ist gut. Leute, der Gummibären-Skin ist richtig gut. Da müssen wir also echt aufpassen jetzt. Im Finale. Der hat also richtig Bock zu gewinnen, hä? Mal gucken, ob er gegen uns im Finale gewinnt. So, weg mit euch, kleine Racker. Danke. Hasta la vista, Malista. Und wir gehen weiter hierher. Zack. Let's go. Hier hoch. Und weiter. 6 Stück sind draußen. Aha, musst du warten, mein Freund. Ich bin jetzt auch da. Wow. Jawohl, ich hab den in die Lava gehauen. Oh, jemand anders ist jetzt auch da. Nein, ich habe nicht getroffen. Wann geht... Jetzt, 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 jetzt. Wir sind vor dem. Alter, hat mich auch getroffen gerade, ne? Nice. Wir sind direkt hinter dem. Ciao. Danke fürs Einholen, mein Freund. Ich hau dann schon mal ab. Tschüssi. Okay, wir sind Erster. Wir können gar nicht rausfliegen. Wir können nicht rausfliegen. Wir sind viel zu weit vorne. Ja. Oh mein Gott. Das ist der perfekte Run gerade, ne? Guck mal hier. Hier. Jawohl. Hoch. Bro, das ist mein bester Run bis jetzt. Ich war, glaube ich, war noch nicht so gut auf der Map. Digga, die werden mich nie wieder einholen. Komm. Ja, zack. Perfekter Run. Besser geht's nicht. Ich bin am Ende vom Game gefühlt. So. Guck mal hier. Boom, boom. Weg mit den ganzen Fässern hier. Junge, wo ist der Gummibärentyp? Ist der so schlecht geworden? Zack. Leute, keiner kann uns einholen. Wir können jetzt nur noch hier irgendwie rausfliegen. So. Okay. Ich kann jetzt einfach hier chillen. Bro, wo sind denn die Gegner? Boah, die kommen erst jetzt. Der Gummibären-Typ wurde auch einfach eingeholt. Dann geht die Tür jetzt auf. Weg mit dir. Junge! Weg! Ey! Weg!
Oh, das wird so... Oh, das wird so eng. Ey, wegen dem bin ich runtergefallen. Wenn ich jetzt rausfliege. Ey, oh mein Gott, Leute, das ist gerade richtig krass knapp. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rausfliege. Boah, der ist nämlich Erster. So knapp war es noch nie. Komm. Oh mein Gott. Digga, wie lange geht die Map? Er ist runtergefallen. Let's go. Komm. Leute. Ist das spannend. Alter, wie schnell hat er mich eingeholt? Er wollte mich erwischen mit seiner Axt. Komm. Einer ist draußen. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich darf keinen Fehler machen. Let's go. Jetzt muss der Gummibär rausfliegen. Junge, wie spannend ist das? Komm, 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 komm. Wer wird rausfliegen? Beide gleichzeitig erwischt. Ich war noch nie so lange auf der Map. Junge, hör mal auf. Weg mit dir. Nur noch einer muss jetzt rausfliegen. Was ist das für eine Runde? Wo ist der Gummibären-Typ? Ist der raus? Boah, perfektes Timing. Nein, jetzt hat er uns auch. Jawohl. Wir haben ihn. Ja. Jawohl. Wir sind oben. Komm. Komm. Was? Was? Komplette Hopserei. Noch nie waren wir so lange auf der Map. Das war die kompletteste Hopserei, weil wir näher waren als er an der Barriere. Bro, das war assi. Oh mein Gott. Hat er Glück gehabt. Sage ich euch ehrlich. Eigentlich wären wir vorne und hätten gewonnen. Aber jetzt geht's ins Glücksrad rein, Leute. Let's go. Und dann spielen wir den Skin auch nochmal eine Runde. Ich will den unbedingt haben. Der ist mega, der Skin. Was ist denn das heute für ein Video? Wir haben einen Bug gehabt. Wir haben gerade die längste Runde auf der Map gehabt, die wir jemals überhaupt hatten, seitdem es die Map gibt. Es gibt ja auch kein Ende bei der Map. Die geht also unendlich, die Map. Ey, Mann, es regt mich richtig auf, dass wir jetzt verkackt haben, ne? Ich würde das richtig, richtig aufregen gerade. Ich sage euch, wie es ist. Das regt mich richtig auf. Was soll das denn, Alter? Ja! Gönn doch den Skin, Bro. Gönn doch den Skin. Ja, okay, wir kriegen jetzt einen epischen Skin wieder hier. Schade. Hässliche Zeichnung gerade. Hässliche Zeichnung gerade. Ich glaube, das ist heute der beste Skin. Würde ich jetzt behaupten. Gucken wir einfach mal. Ah, okay. Wir haben einen Panda-Bären bekommen diesmal. Und wir kriegen den epischen Weltraum-Skin. Kriegen wir den Skin in den ersten 10 Rädern? Na. Leider nicht. Wieder Weltraum? Oder doch kein Weltraum? Ich habe mich vertan. So, die ersten 10 haben nichts gebracht. Wir gehen weiter. In die nächste Runde rein. Und kriegen... Ah, okay. Komm schon. Das Rad kostet auch nicht so viel, in Anführungsstrichen. Na, natürlich sind 149 Juwelen gar nicht so wenig. Aber bitte nicht nachmachen, Freunde. Immer eure Eltern fragen. Weil Geld ist Geld. Auch wenn es nur 1, 2 Euro sind. Das häuft sich dann auch. So, den Detektiv-Skin haben wir bekommen. Wo ist der Skin? Okay. Er hat gar keinen Bock, oder? Gar keinen Bock. Nein. Ich hätte bei der Runde gedacht, dass wir den kriegen vielleicht. Aber er hat wieder Faxen gemacht. Jetzt! Okay. Wer hat diesen Skin von euch gezeichnet? Wart ihr das? Das war doch einer von euch, der den Skin gezeichnet hat. Ich weiß doch, Freunde. Jemand von euch hat den Skin gezeichnet. Okay, episches Katzen-Face-Skin. Komm schon, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawoll! Ugly Drawing! Wilder Skin!
Let's go! Da ist er! Ugly John, können wir die Farbe ändern? Nein, wir gehen in der Runde rein. So sieht's aus, Freunde. So sieht's aus. Erstmal die Belohnungen hier abholen. Und wir haben ihn bekommen. Ich glaube, das... Komm, ich spiele eine normale Runde. Eine ganz normale Runde. Ich glaube, das könnte ein richtig cooler Skin werden. Guck mal. Wie krass er einfach aussieht. Als ob den jemand gezeichnet hat. Wer war das von euch? Wer war das? War das Bugdroid? Bugdroid, du kommentierst immer bei mir. Warst du das? So, let's go, Freunde. Wir gehen rein in die Runde. Dort haben wir jetzt den neuen Ugly Drawing Skin. Der sehr, sehr nice aussieht, muss ich sagen. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, heute auch meiner Meinung nach der beste Skin. Hey, habt ihr gerade die Hände gesehen? Die haben die richtig gut animiert. Komm schon. Komm, Bro. Let's go, weiter geht's. Einmal hier rum. Ganz entspannt. Danke. Weiter geht's. Boah, gute Runde. Aber die Gegner sind top. Wir sind fast Erster geworden. Wie findet ihr den Skin? Schreibt es da bitte in die Kommentare. Ich finde den mega gut, Leute. Da hat einer die Geburtstagsbanane bekommen. Wie denn das? Weg mit dir. Geburtstagsbanane weg. Hä? Bro, wie viel Glück hatte der bitte? Wie lucky war der bitte gestern? Okay, Bro. Warte. Warte. Weg. Weg! Ich muss weiterkommen. Wir können... Jawohl. Ganz entspannt ins Ziel rein. Und ins Finale mit unserem hässlichen Zeichnungsskin. Das ist eine Map, die gar nicht so einfach wird. Vor allem, wenn wir hier in den... Einfach noch rausgeflogen. Stark. Starkes Ding, Jungs. Ich habe hier meine Schildbubble am Start. So, wir warten einfach, bis das Schiff runtergeht. Ich bin davor immer richtig früh vom Schiff runtergegangen. Hey, lol, das sind Blockdash-Teile. Hab ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, flieg raus! Oh mein Gott, war das close. Kann ich den treffen? Schade. Warte mal. Nein! Ich bin nicht getroffen. Ich versuche jetzt jemanden zu erwischen, okay? Oh! Das war so knapp. Ja, okay, das war lost. Ich will die Runde gewinnen. Hä, wie schnell gehen die Fässer weg? Nein, ich habe den Ball genommen. Ich wollte gar nicht den Ball. Ich wollte nicht den Ball. Hey, was macht ihr? Ich wollte einen anderen Emote machen, Digi. Was machst du denn? Ey, Mann, Leute. Plus 50% haben wir hier Sterne oder was? Was ist das denn? Leute, das war's vom Video. Können wir irgendwelche Münzen abholen? Diese Währungen? Oder gibt's die nicht mehr? Oh, die gibt's nicht mehr. Stark. Die wurden rausgenommen. Schade, Leute. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Richtig krasses Skin. Bis dann und ciao, ciao.